Willkommen zurück, mein Name ist Marius Ebert, ich bin Experte für leichtes und schnelles Lernen, habe diverse Lernhilfen produziert, die Sie finden unter spaßlerndenk-shop.de und bin in diesem Video dabei, den Rahmenplan für den Fachkaufmann für Marketing IHK zu erklären. Sie sehen hier die Hauptgebiete, Projekt Produktmanagement, Anwendung der Marketinginstrumente, rechtliche Aspekte, Marktforschung und Statistik und Präsentation von Marketingprojekten. Dieses Gebiet hier haben wir uns im letzten Video angeschaut. Hier geht es nun um Anwendung der Marketinginstrumente und da kommen Sie. Das erste Marketinginstrument ist die Produktpolitik, die Produktpolitik, Produkt- und Dienstleistungspolitik müsste man streng genommen komplett sagen, denn viele bieten ja auch eine Dienstleistung an. Dann kommt die Preispolitik. Preispolitik, dann kommt die Distributionspolitik, das heißt, wie komme ich zum Kunden, wie erreiche ich den Kunden, einmal logistisch, aber auch marketingtechnisch, wie erreiche ich, dass der Kunde von mir erfährt, dass ich zum Beispiel in die Regalplätze im Handel komme und die Kommunikationspolitik, da geht es darum, das Produkt oder die Dienstleistung bekannt zu machen. Alle diese Punkte haben Unterpunkt. Im Rahmen von Produktpolitik geht es um Produktinnovation, Variation, Eliminierung. Im Rahmen von Preispolitik geht es um Preiselastizitäten zum Beispiel. Im Rahmen von Distributionspolitik geht es um direkte und indirekte Distribution und um Logistik. Und im Rahmen von Kommunikationspolitik geht es auch um Verkaufsförderung, Product Placement, Public Relations, also Öffentlichkeitsarbeit und persönlichen Verkauf. Und ein fünfter Punkt kommt hier hinzu, nämlich das Marketing Mix. Hier geht es um die Kunst, diese vier Instrumente so zu kombinieren, dass ein optimales Marketing Mix entsteht. Ja, das ist der zweite Hauptpunkt. Schauen Sie mal in den spaßlerndenk-shop.de. Dort finden Sie unter Lernkarten und MP3s unter diesem Balken finden Sie Lernhilfen, Hörbücher und Lernkarteikarten. Vielen Dank, mein Name ist Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.